Es hat endlich mal ein bisschen geschneit und damit Servus und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich stehe hier gerade in Sölden. Es ist jetzt schon ein bisschen seit dem letzten Condition-Check zum Thema Freeride von mir vergangen. Seitdem hat es ein bisschen Neuschnee gegeben und es schaut wirklich so aus, dass man jetzt neben der Piste auch besser fahren kann. Und wir werden es jetzt mal kurz testen. Ich stehe jetzt hier oben an der schwarzen Schneid und werde mich jetzt hier in den Hang runterstürzen und dann weiter über den Rettenbach fähren nach unten beim Startblock vom World Cup vorbeifahren und dann da noch ein bisschen Powder mitnehmen. Also, auf geht's! So, den ersten Hang runtergedonnert. Ihr habt es gesehen, mich hat es geschmissen. Es ist nicht so ganz leicht zu fahren, weil immer mal wieder so ein paar harte Brocken dazwischen sind. Aber für Anfang November richtig fein hier oben. Jetzt fahren wir mal weiter. Ohne Sturz hoffentlich. Schaut euch das an! Wahnsinn! Ja, ihr habt es gesehen, das geht schon relativ gut. Und wenn man mal so ein bisschen die Augen offen hält, dann findet man auch schon immer mal wieder Spuren, die wirklich weit aus dem Skigebiet rausgehen. Da hinten zum Beispiel geht bis da oben eine ganze Spur hoch von dem Tourengeher, der runtergefahren ist. Es hat richtig gut ausgeschaut. Und auch hinten auf den rechten Fernerkogel oder auf den normalen Fernerkogel gehen auch schon einige Spuren hoch. Also es wird. Ich würde sagen, wir fahren mal weiter. Jetzt hier im Fisshang oder im Bereich vom Fisshang und da liegt schon ganz schön viel Schnee drin mittlerweile. Seht selbst! So, wir machen mal einen kurzen Stopp. Das geht schon echt gut. Aber ihr habt schon gesehen, man muss aufpassen. Da oben sind schon Gletscherspalten. Hier nebenan, da wo der Gletscher aufhört, ist eine Randspalte. Also es ist zwar schon viel Schnee da mittlerweile, dass man hier auf dem Gletscher zumindest gut fahren kann. Aber bitte vergesst nicht, hier drunter ist natürlich der Gletscher und damit auch die Spalten. Also passt da bitte dementsprechend auf. Gut, letztes Stück. Juhu. Und hoch. Bis ganz nach hinten. So, unten angekommen. Ja, ich fasse für euch nochmal die Bedingungen zusammen. Oben raus sehr, sehr gut, wahnsinnig viel Schnee, kann man wunderbar fahren für diese Jahreszeit.
Je weiter man dann jedoch runterkommt, desto schlechter wird's. Passt da wirklich drauf auf die Spalten. Das war jetzt ein bisschen heikel da oben. Da sind schon relativ viele offene Spalten drin. Geht nicht ganz so toll dann. Aber hier unten, Wahnsinn, eigentlich auch zu fahren für Anfang November. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Like, einen Kommentar und ein Abo da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Hoffentlich dann beim Bissheim-Jahr Schnee hier draußen. Bis dahin, Servus.